Giftlager oder sowas, vermute ich mal. Oder wie soll ich, wie sieht das aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich das nicht. Das war ja echt ein Goldtipp, Junge, mit der Höhe, Junge. Jetzt bin ich schon bei 15. Nein, nichtsdestotrotz will ich dich irgendwann töten. Ich will nur einen fairen Fight haben. Damit du auch eine Chance hast. Das wird aber nie einen fairen Fight geben, weil du mir nie genau sagen wirst, was für ein Schwert du hast. Ja, 6. Die werde ich dir dann sagen, Adi. Also 6 mal 18, da brauche ich ja ungefähr 25 Stacks. Aber geil! Ja, komm. Dann geh ich jetzt auch für dich farmen. Oder für euch. Brauchst du nicht, boah, bei dir lieber weiter. Bei mir gibt's nichts zu bauen. Alter, wie viele Viecher mittlerweile gespawnt sind. Ich komme hier gar nicht mehr runter. Es gibt bei dir nichts zu bauen, denn ist dein komisches Haus müsste mal ein bisschen verschönert werden, würde ich mal sagen. Warum muss denn verschönert werden? Du musst doch nicht mal Möbel da drin stehen. Ah, schön. Dann gucke ich mal rüber. Durch einen Eckball zufällig, der jetzt gerade erst geschossen wird. Bei mir irgendwie hängt mein Sky zurück. Hast du Sky? Natürlich hat er nicht keinen Sky. Da hab ich Sky. Sky. Alter, wie viele Tiere hier unten. Wie viele Creeper hier rumlaufen, Jay? Wie locker der das Ding da reinschiebt, ey. Da musst du echt mal was ändern, ey. Hier laufen so viele Creeper rum. Ja, kriegst du Erfahrung gefarmt. Ja, aber doch nicht so, dass die hier vor der Eier verbringen. Das sind aber echt eine Menge Creeper. Ja? Sagst du, ich muss da irgendwann mal was gegen tun. Ja. Der scheiß Creeper läuft in meine Eierfarm rein. What the fuck? Stimmt, ich sehe das. Ja, ich mach da gleich was gegen. So. Lol, das ist Barcelona schon wieder vom Tor. Oh Mann. Christian wird gerade von der Spinne verfolgt. Das sieht sehr lustig aus. Ich werde von 3 Creepern verfolgt. Ah, die soll sich mal nicht so aufregen, die Scheiße. Warum laufen denn Hühner auf meiner Bahn rum? Wie geht das denn? Hochgeflogen, diese nerven immer. Lol, rote Karte. Alter! Rote Karte für Chats. Wer war das? Alter, jetzt hab ich doch nicht hingeguckt, so eine Scheiße! Ja, ich sag's für Terry! Für Terry! Das gibt's nicht. Ja, dann ist Barcelona wohl weit. Ach, Scheiße. Eigentlich ich hab Barcelona getippt. Oh, das nutzt dann so, oder was? Scheiße, der hat ihm eine geklatscht. What? LOL. Ach ne, der ist von hinten in den reingesprungen. Hä? Hi, Peter. Schaffst es? Bau den Scheiß echt mal zu, ohne Witz. Tu's nicht. Troll ihn richtig hart. Hast du das gesehen, Johnny? Die müssen doch gleich die Wiederholung zeigen. Jay, versetzt das ganze Ding mit Pistons zu Hardy und dann lässt er in die Luft springen durch die ganzen Creeper. Das wäre schon mal bestimmt fucking awesome. Ey, oh, ja. Die ganze weg von mir. Ach, hier sind Katzen. Aua. Lol. Aua. Alter, was hier alles rausfliegt? Rumfleucht. Na, aber kein Scheiß, Jay. LOL! Oh, da hat schon Peng gemacht. Das ist gar nicht so leicht hier. Duftast! Oh, und jetzt hat Barcelona noch einen Freistoß vom 16er. Mann, nice. Wie dumm Creeper mal wieder hochklettern. Aua. Nein! Autsch! Na, oh, super! Jetzt fallen hier unten alle rein. Na klasse. Ja. Oh mein Gott, Jay. Das ist ein Creeper in meiner Melonenfarm. Da ist ein Creeper in meiner Melonenfarm. Hast du den XP-Farmer nicht zugemacht oder was? Nein, der hat einfach unten ein Loch offen gelassen, sodass die sich hier. Ja, ich muss ja da auch mal hochklettern, die Chemie. Dass die sich hier verbreiten. Peter, aber du bist auch ein Genie, ich muss da hochklettern. Ja, du bist ein Genie. Hier bin ich ein Genie, danke. Hey, Christa, habt ihr Kohle?
Für das Schmelzen? Ja, Kohle müsste ich umhauen. Für das Schmelzen, voll korrekt, von Junge. Alter, haben die jetzt mit dick auf die Nüsse gehen, oder was? Nein. Alter, gehst du mir grad dick auf die Nüsse? Ja, weiß ich nicht, kann sein. Tut mir leid. Was sind? Und schon wieder Peng. War gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Wohl wahr. So, ich kann ja gar nicht mehr raus jetzt. Jetzt habe ich dir ein Grab gebaut. Och jo, ach jo. Ja. Mehr Sand, mehr Sand. Mehr Sand! Soll ich da auch Füße dran machen? Also Stelzen? Oder soll die ja von der Luft schweben? Okay, wenn das egal ist, mach ich das nicht an. Das ist das halt egal. Weil das ja dann den Laufspielraum oder da runter was zu bauen ein bisschen einschränkt. Also jetzt machst du das halt weg. Was natürlich cool wäre, Christian, ist, wenn du quasi so Zaunpfähler daneben stellen würdest und dann wird die quasi so aufgehängt. In der so eine Aufhängung baust. Ja, genau, bis in den Himmel. Nein, nicht bis in den Himmel, aber über die, kurz über die Bahn halt. Leute, die fliegen wieder, die schwimmen wieder hoch. Die sind ja krank. Alter, das musst du ja mal reinziehen, Peter. Das ist erstaunlich. Die wehren sich halt. Die wehren sich echt vor ihrem Tod. Vor ihrem sicheren Tod. Oh, jetzt machen die nicht aber noch ihr Peng rum, oder? Der schnitzt sich aus. Guck mal! Alter, ist der klug! Die Creeper kriegen eine eigene Intelligenz. Okay, dann muss ich mir doch noch jemand umbauen. Oh Mann. Ich glaube gerade ein Vieh ist gerade am Ertrinken. Hallo, wo bist du eigentlich? Ich bin unten am Diamantenfarm. Lol. Weißt du, meine Zinsen zurückzuzahlen können? Au. Was sagst du? Meinst du, um die Zinsen zurückzuzahlen können? Ja. Boah, na gut. Peter, hast du gerade zufällig Erde? Nee, keine, die ich abgeben kann. Nicht so viel. Na gut, dann musst du eben. Hat doch zwei Truhen voll. Ach ja, ich hab grad eine. Die andere Truhe habe ich gerade noch voll gemacht mit dem Rest. No. Habe ich aber gerade nicht verstanden, wieso der Terry da vom Feld musste. Ja, so ein bisschen verstanden. Hinten an die Beine angesprungen ist. Oh fuck. So richtig hundertprozentig optimal ist das hier nicht wirklich. Hab ich einfach die Pisten sich mitgenommen? Scheiße. Toll. Oh, 2-1, 2-0. Messi. Barcelona? Oh, ja. Gott. Jetzt geht's los. Ja, was habe ich denn nochmal getippt? Müsste ich jetzt nochmal wissen. Hast du bestimmt für Barca getippt? Glaube ich allerdings auch. Dass die jetzt so auf den Sack kriegen, ey. Ja, die sind durch, jetzt mit ja 10, ne? Die und sind, ohne Terry und ja. Iniesta. Ach lol, war doch Iniesta. Weil der Messi sich so krank gefreut hat. Weil der Iniesta sich gefreut hat, haben wir lustig. Boah, wieso wird denn immer eine neue Excel-Liste gespeichert? Das ist immer, wenn da einer drin rumfuchtelt.